herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es noch ein Unpacking geben und tatsächlich steht dieses Paket, also dieses Paket, mittlerweile seit über 3 Wochen bei mir rum. Ich glaube, das kam kurz vor der Buchmesse an und ich bin einfach seitdem nicht dazu gekommen, es auszupacken. Und ja, das geht eigentlich mal gar nicht. Ich habe es zwischenzeitlich tatsächlich vergessen, dass es da hinten steht, weil ich es ganz hinten hinter den Sessel gestellt habe, sodass es auch gar nicht im Blickfeld war. Ich versuche gerade parallel das schon mal aufzuschneiden. Das ist gar nicht so einfach. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es völlig untergegangen. Naja, heute soll es nun das Unpacking dazu geben, dass ich es endlich mal aufmachen muss. Und ja, das Ganze ist übrigens von Büchertöne. Ich hatte nämlich nochmal bei Büchertöne bestellt, weil ich noch was gesehen hatte, was ich unbedingt haben wollte. Ich glaube, da sind tatsächlich auch wieder Bücher drin, die ich schon gelesen habe, die mir aber noch in meinem Regal fehlen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was drin ist, weil ich weiß es tatsächlich auch gar nicht mehr so genau, was drin ist. Weil es, wie gesagt, jetzt auch echt schon ein Momentchen her ist, dass ich das Ganze bestellt habe. So, das Papier alles raus. Und zwar sind es insgesamt tatsächlich auch nur 5 Bücher. Und das erste ist Animox von Amy Carter. Der zweite Teil, nämlich Das Auge der Schlange. Ich habe ja den ersten Teil jetzt schon seit... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Den hatte ich von der Jessie bekommen, weil sie den irgendwie doppelt hatte. Der mit dem Wolf vorne drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den von ihr bekommen habe. So irgendwann, als wir... Ich glaube, als wir in Bielefeld auf dem Booktuber treffen waren. Ich weiß es nicht mehr. Egal, auf jeden Fall. Ich finde die Cover richtig, richtig cool. Und ja, ich habe jetzt den relativ günstig gesehen. Ich blende euch wie immer die Preise alle ein. Und habe mich dazu entschieden, ihn mitzunehmen. Und ja, der ist in einem super Zustand. Der hat wie immer hier den... Achso. Ja. Natürlich kein Autofokus, ne? Das ist natürlich jetzt doof. Egal, er hat wie immer hier den Stempel drauf. Und ansonsten ist er in einem super Zustand. Ich weiß nicht, ich finde fast den zweiten sogar noch cooler als den ersten. Der erste ist zwar türkis, aber ich weiß nicht, ich finde diese Schlange irgendwie so cool. Also, dann habe ich mir bestellt ein Buch, wo ich schon länger tatsächlich überlegt habe, ob ich mir das nicht mal holen soll. Habe es aber irgendwie nie gemacht. Jetzt habe ich es mir mal gebraucht geholt. Und zwar Rabenherz von Anja Ukpay. Spricht man das so aus? Keine Ahnung. Aus dem Planet Verlag. Und ja, das hört sich irgendwie ganz cool an. Hier geht es auch irgendwie um eine Schulgeschichte. Ich weiß nicht, ob es um ein Internat geht. Und ja, irgendwie um einen Fluch. Und das hörte sich einfach ziemlich cool an. Und deswegen habe ich mir das jetzt auch mal mitgenommen. Ja, dann habe ich mir einen weiteren Teil einer Reihe geholt, wo ich von der Jessie zu Weihnachten oder letztes Jahr zum Geburtstag, ich weiß gar nicht, ich glaube, nee, letztes Jahr zum Geburtstag habe ich von ihr den ersten Teil bekommen, den ich auch immer noch nicht gelesen habe. Ja, aber ich dachte mir, ich nehme den jetzt mal mit, weil ich ihn günstig gesehen habe. Und zwar habe ich mir geholt von Josephine Angelini, If You Fail, You Burn, aus der Everflame-Reihe. Und ja, ich kann nicht viel dazu sagen, weil ich die Reihe noch nicht angefangen habe, aber ich glaube, ich werde sie auch erst anfangen, wenn ich alle 3 Teile habe, weil den ersten zu lesen, wenn man nur den ersten hat, finde ich irgendwie immer dumm. Dann habe ich mir geholt einen Riesenschinken. Und zwar habe ich mir noch geholt von Cassandra Clare, die Legenden der Schattenjäger-Akademie. Hier geht es um Simon. Ja, das ist irgendwie scheinbar Simons Geschichte. Ich bin gespannt, weil es ist auch wieder so ein riesen Klopper. Da kannst du auch locker jemanden damit erschlagen. Aber ja, der kostet ja original irgendwie 25 Euro. Da hatte ich keine Lust, so viel auszugeben. Jetzt habe ich ihn echt günstig als Mängelexemplar gesehen. Und er ist in einem 1A-Zustand. Da ist lediglich der Stempel drauf und sonst ist da nichts. Dran, absolut gar nichts. Und da musste ich einfach zuschlagen, es ging einfach nicht anders da. Und als letztes habe ich mir dann noch ein Buch geholt,
das noch in meinem Bücherregal in der Reihe fehlt. Oh mein Gott, jetzt stürzt alles ab. So, Bücher alle gerettet. Und zwar ist es der dritte, ich glaube, es ist der dritte Teil einer Reihe, die ich ja auch wahnsinnig gerne mag. Und ich habe tatsächlich. Moment, wo stehen die denn? Genau, ich habe drei Teile im Regal stehen. Ich habe den ersten, den zweiten und ich glaube den vierten. Und der dritte hat mir noch gefehlt und deswegen habe ich mir den jetzt auch noch geholt, damit die Reihe vollständig im Regal steht. Da kommt ja jetzt auch bald der fünfte Teil raus und ich bin schon so gespannt drauf. Und zwar habe ich mir geholt Lockwood & Co. Und zwar die Raunende Maske. Übrigens sehr, sehr cooler Teil gewesen. Und ja, das ist auch so eine Reihe, die wird einfach von Band zu Band besser. Und mittlerweile feiere ich die auch total und ich freue mich so mega, dass jetzt ein fünfter Teil dieses Jahr noch rauskommt. Und den will ich auch unbedingt ganz, ganz bald lesen. Und ich freue mich schon so drauf. Und ja, die sehen so schön aus im Bücherregal. Aber der erste ist ja blau, der zweite ist rot, der dritte ist türkis, der vierte ist dann so gelb, golden. Und der fünfte wird grün werden. Und das sieht einfach so cool aus. Und ja, ich muss den haben. Das war's auch schon. Das waren die fünf Bücher, die in diesem Paket, das hier seit Wochen rumsteht, drin waren. Ja, ich bin überglücklich. Die sind alle in einem super, mega guten Zustand. Also da hatte ich auch tatsächlich bei Büchertöne noch nie Probleme. Den Shop findet ihr übrigens auch unten in der Infobox, falls es euch interessieren sollte. Die bekommen eigentlich auch immer ziemlich coole Bücher und die sind tatsächlich teilweise noch ein Ticken günstiger als Avell. Und haben auch teilweise manchmal so dieselben Sachen. Das ist immer ganz lustig. Ich gucke dann immer bei Avell, wenn ich was sehe, dann gucke ich erst, ob es Büchertöne auch hat. Und dann gucke ich, wo es günstiger ist und dann bestelle ich es einfach da. Tja, so muss man das machen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne einen Kommentar, welche der Bücher ihr schon gelesen habt, wie sie euch gefallen haben und so weiter. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!